Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier in Karthago und der Krieg ist erklärt. Darauf können wir uns jetzt konzentrieren. Leider gab es eine kleine Fehlplanung meinerseits, denn Bastetanien ist gar nicht unser Kriegsgegner. Da hat sich ein bisschen was an der diplomatischen Lage verändert, was dazu führt, dass die draußen sind. Das ist aber nicht so schlimm, weil die müssen dann in einem zweiten Krieg erobert werden. Also den Teil, den wir jetzt hier beansprucht haben, der muss auf jeden Fall dazukommen. Auch noch hier dieses Gebiet. Insofern sind das schon die richtigen Kriegsgegner, nur unser Aufmarsch war nicht besonders zielgenau. Insofern werden wir jetzt also erst einmal wieder hier, ja, leider die Armeen einschiffen. Die Frage ist, ja, holen wir nochmal die Flotte auch dafür runter. Und hier haben wir gesagt, gehen wir, und ich würde sagen, durchaus im Gewaltmarsch hier dem Feind entgegen. Die Belagerung will ich möglicherweise hier mit dem Söldneranführer führen. Dann kann der dort seine Truppen verlieren. Auch da, glaube ich, gehen wir mit Gewaltmarsch einfach mal hier rein. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. So, hier kommt es zur ersten Schlacht. Der Gegner ist natürlich mit schlechter Moral. Wir haben ihn jetzt heftig erwischt und ich hoffe, wir bekommen sie allen, bevor sie dort fliehen können. Ja, sehr gut. Sehr gut. Es kommt hier zur Schlacht. Wir gucken mal. Ich habe nicht großartig darauf geachtet, die Taktiken. Er geht hier mit Scharmützeltaktik. Das scheint also ausgeglichen zu sein. Streitwagen ist vielleicht so eine kleine Besonderheit. Die ist gut gegen leichte Kavallerie und leichte Infanterie. Das ist das, was wir unter anderem auch mit dabei haben. Aber die Moral ist natürlich erbärmlich. Und insofern ist das erstmal eine gute Ausgangsbasis, würde ich mal sagen. Ja, es gibt hier offenbar nicht mehr das Konzept des Stackwipes, wie wir das kennen aus Europa Universalis zum Beispiel. Normalerweise, wir haben das jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tage wir gebraucht haben, 3 Tage. Normalerweise wäre in EU4 wäre die Armee jetzt vernichtet worden. Hier ist, zieht sie sich zurück, also das gibt es hier so nicht mehr. Wir haben dementsprechend auch nur 1000 Gegner töten können, weil in dieser ersten Moralphase des Kampfes ja nicht so viele Leute sterben. In der Geplänkelphase ist das am Ende. So, das heißt, hier belagern wir und hier müssen wir einfach nur... Wir können hier allerdings auch schon belagern. Das sollten wir vermutlich tun. Und wir hatten doch einen von unseren Leuten, der war doch der große Belagerer, ne? Welcher war es denn jetzt? Müssen wir nochmal reingucken. Das war er nicht. Doch, Belagerungsfähigkeit. Also Jehomilk Barka. Ja, mit 11 kriegt er sowieso nochmal einen doppelten Belagerungsbonus. Also eigentlich ist der der richtige Mann, um jetzt diese Belagerung zu führen. Dann werden wir hier drüben schon mal einmarschieren damit. Und die Verstärkung sollte ja dementsprechend bald kommen. Wo sieht man eigentlich, in welcher Armee sich jetzt die zu transportierende Truppe befindet. Das ist irgendwie ein bisschen doof gemacht. Ja, genau in der anderen. Also muss die hier bleiben, oder? Nee. Ah, das ist irgendwie nervig. Also das ist nicht schön gemacht. Genau, die bleibt hier und ihr geht dann auch rein. Und die andere fährt dorthin und ich denke, naja, wir müssen die dann hier an Land bringen. Wir werden hier möglichst in der Nähe bleiben, natürlich, um zu helfen. Ich werde, glaube ich, nicht meine Armee trennen und hier oben irgendwelche Aktionen starten, um das Hinterland zu erobern. Das lassen wir mal schön sein. Wir bleiben hier beieinander. Und das sehen wir nämlich auch schon. Die Verbündeten tauchen schon auf mit 11.000 Mann. So, diese Verlustquote müssen wir jetzt leider akzeptieren. Diese 1,5%. Hier marschieren wir jetzt mit unserer Armee raus. Und die andere ist jetzt hier auch an Bord und die können jetzt erstmal hier in den Hafen fahren. Geht nicht, weil der Hafen ist besetzt durch diese, ach Gott, durch diese Festung, die dann gleich aufs Umland wirkt. Na gut, jetzt müssen wir Geduld haben und schauen, was der Gegner hier aufzubieten hat. Aber wir können auf jeden Fall seine Küsten schön blockieren, deswegen werden wir hier noch ein bisschen weiter nach oben fahren. Mal gucken, was er sich hier so traut. Er muss ja erstmal einen Moral gewinnen. Wir verlieren hier ganz schön an Leute. Wir haben 5%. Ach, verdammt. Versorgungslimit ist 8. Ja, aber wir müssen halt irgendwo stehen. Es hilft nichts. Also was soll man da Besseres machen? Gibt da keine große Alternative leider. So, die 9000 kommen dann mal hier hin, würde ich sagen. Auch in der Nähe.
sodass wir uns relativ kompakt helfen können. Wir werden aber hier den Gewaltmarsch jetzt ausmachen. Das ist jetzt nicht nötig. Selbst die hier in unserer Provinz haben Verlustquote. Also das ist wirklich heikel hier. So, jetzt haben wir das erobert. Jetzt ist die Verlustquote bei 0,15. Das hält sich jetzt natürlich dadurch in Grenzen. Sehr schön. Okay. Ja, dann heißt es jetzt erstmal abwarten. Hier oben ist, sehe ich gerade, noch eine Festung. Hier oben ist noch eine Festung. Das ist auch die Hauptstadt. Aber da kommen wir, glaube ich, sowieso nicht hin, ne? Doch, wir kämen dahin, über diesem Weg. Wäre das ein Weg, mit dem Elver vielleicht dort schon zu belagern? Ich denke, ja. Können wir hier hin? Ja, von dort könnten wir dann unterstützen. Ja, das ist, glaube ich, gut so, das so zu machen. So, jetzt haben wir zwei Flotten hier stehen. Eine wird hier noch weiterfahren. Und dann haben wir die gesamte Küste des Gegners blockiert. Okay. Es gibt übrigens eine hübsche, auch eine Anzeige, wie viel der Gegner hier so zu bieten hat. Auf unserer Seite ist das leider ein bisschen, naja, das kann man nicht für bare Münze nehmen, weil natürlich hier die Verbündeten mit reinzählen. Wir wissen, wir haben 50.000 Mann hier. Der Gegner wiederum, wir sehen es, der hat deutlich mehr, als ich antizipiert hatte. Der hat 80, ja, bisschen mehr als 80, 82.000. Also 50.000 gegen deren 82.000. Das ist die Voraussetzung dieses Krieges. Muss man da nochmal agieren? Wir sind jetzt leicht im Plus sogar. Oder was ist leicht? 6,73. Wie kommt das denn dazu? Okay, das überrascht mich jetzt. Ich bin am Überlegen, ob wir uns noch eine Söldnerarmee sicherheitshalber gönnen sollten. 9.007 ist vielleicht gar nicht so übel. Was haben wir hier noch? Irgendwas in der Nähe? Nee. Warum? Dann denke ich, können wir das, glaube ich, wagen hier. Die noch zu uns zu holen. Kostet uns 50 Militär und monatlich 9. Das können wir uns leisten. Ich glaube, wir brauchen es, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brauchen es. So. Okay. Der ist noch dazugekommen. Der geht mal hier in unsere Hafenstadt. Und eine der Flotten muss dann jetzt leider noch die Söldner holen. Das dauert allerdings, ehe die ihre Moral haben. Insofern können wir jetzt hier erstmal in Ruhe abwarten und unsere Truppenbewegung koordinieren. So, der Gegner marschiert wohin? Weiter in den Norden. Da ziehen sich die geschlagenen 13.000 zurück. Die natürlich zurückkommen, wobei die Moralregeneration hier wirklich lange dauert. Also man hat dann wirklich eine gewisse Zeit, wenn man erstmal so einen Sieg erreicht hat. Mir gefällt das, wie soll ich sagen, dass die Balance hier aus Verlusten und Häufigkeit von Schlachten und Relevanz von Schlachten ziemlich gut. Das ist ihnen ganz gut gelungen, wie ich finde. Also man wird eigentlich nie den Gegner komplett mit seinen Truppen besiegen können oder eher selten. Das sind dann eher, ja, viel Flucht und Wiederkehr und derweil Besetzungsaktionen. So, die wollen uns hier umlaufen, so wie es aussieht. Aber gut. So, er mit seinen 11, da bin ich auch mal gespannt. Oh, das sieht hier sogar grafisch ein bisschen anders aus. Wir haben plus 1 Belagerungstechnik. Blockade hilft uns. Plus 2 Einfluss des Kommandanten. Okay, und wir haben nochmal militärische Fortschritte. Das ist natürlich jetzt sehr schön. Erhöht zwar auch die Unterhaltskosten, aber erhöht die Moral nochmal sehr gut. So, verachtete Familien. Ich glaube, das können wir erstmal getrost ignorieren. Hier unten sind die Schiffe bestimmt da. Ja, wir können die Söldner einladen. Machen wir auch. Und die 11.000 marschieren tatsächlich hier in unseren Rücken. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie hier agieren wollen. Hier nehmen wir auch den Gewaltmarsch raus. Dass sie unsere Söldnerarmee angreifen wollen. Aber wir haben ja Gott sei Dank eine Armee, die zum Schutz hier steht. Jetzt kommen weitere 15.000. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Die kommen uns hier entgegen. Ja, hier kommt es zur Schlacht. Es sieht gut aus für unsere Seite. Aber dennoch denke ich, sollten wir eine Armee dort mit reinschicken zur Hilfe. Die Frage ist, ob er die Bewegung abbricht.
Ich denke mal, wir warten mal, bis er nicht abbrechen kann. Nee, er bleibt auch stehen. Er hat sich's anders überlegt. Okay, das ist jetzt hier die große Taktiererei, die jetzt beginnt. Jetzt geht er da rein. Auch hier sieht es gut aus für unsere Seite. Wobei wir hier, was haben wir für ein Terrain hier? Hügel. Da haben wir natürlich den Malus. Für unsere Seite, aber auch hier werde ich abwarten, bevor ich Hilfe sende. Und es sieht so aus, als ob er tatsächlich dort reingeht. Wir haben religiöse Fortschritte. Da kommen weitere Leute. Da oben, jetzt ist es soweit. Okay, das heißt, jetzt gehen wir hier rein. Und zwar mit Gewaltmarsch auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, hier sammeln die sich ein bisschen. Der geht tatsächlich hier rein und das könnte eng werden. Das heißt, auch hier warten wir ab. Gehen hier schon mal auf Gewaltmarsch. Warten, bis das Schloss gekommen ist. Und werden dann hier helfen. Die verlieren hier wirklich viel bei der Belagerung. Okay, jetzt marschieren wir hier mit rein. Da kommt es also auch zur Schlacht. So, dann dürfen wir nicht vergessen, hier unsere Söldner jetzt auch dann ins Gebiet, ins relevante Gebiet zu bringen. Die Flotten hier oben sind schon ganz hilfreich. Hier unten wäre die Flotte fast noch wichtiger gewesen, aber sie kommt ja jetzt, weil wir hier die Belagerung haben. So, hier beginnt es. Hier beginnt es. Wir kommen demnächst am 17. Oktober. Ja, der Gegner verliert deutlich mehr als wir. Sehr schön. Jetzt sind wir mit unserer Überzahl da. Oh ja, das sieht gut aus. Also, die andere Schlacht beobachten wir jetzt mal nicht. Wir bleiben erstmal hier. Sehr schön. Das war siegreich. Das war eine gute Schlacht. 7.100 gegen 3.000. Da können wir zufrieden sein. Ja, unser General ist eigentlich auch hier sehr, sehr, sehr gut gewesen. So, jetzt müssen wir uns bloß noch mal merken, welche von den beiden Armeen war es, die dazugekommen ist. Ich glaube, die dritte Armee. Die andere, genau, er führte die Belagerung. So, hier sieht es ein bisschen knapper möglicherweise aus. Hier haben wir leider einen taktischen Nachteil, weil der Gegner mit Einengen agiert. Wie man das vernünftig antizipieren kann, ist echt, das finde ich echt schwierig. So, was haben wir jetzt hier für ein Event? Tributstaat-Zustrom. Vor kurzem gab es einen großen Zustrom an massaisilischen Händlern und Reisenden, die Ferradi Majus besuchten. Da Massaisilien unter unserem Schutz steht, haben sie sich uns geöffnet und den Versuch unternommen, freundlicher und bekannter in unserem Land zu werden. Da beide Seiten damit beginnen, die Vorteile dieser Beziehung zu erkennen, sollten wir versuchen, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Art von Limitierung wir ihrem Einfluss in Ferradi Majus setzen wollen. Entweder akzeptieren wir nur ihre Händler oder wir erlauben ihnen, sich niederzulassen. Ferradi Majus will ich jetzt mal gucken. Wir machen mal nicht exakte Übereinstimmung. Ferradi Majus. Okay, Ferradi Majus. So. Ackerland können wir uns angucken. Also, Geld und Steuern oder Bevölkerungswachstum. Das ist diese Sache, über die ich schon jetzt gesprochen habe. Plus 0,15 ist natürlich relativ mächtig. Wie lange gilt das? Bis 10 Jahre lang. Wirtschaftsboom. Ich meinte Steuern, es ist erbärmlich, was man hier bekommt. Ich glaube, ich nehm das Wachstum. Wir erlauben es ihnen, sich niederzulassen. Man könnte das natürlich jetzt auch rollenspielerisch entscheiden, entsprechend dem Herrscher. So, hier läuft die Schlacht weiter, die wir trotz Taktik Malus zu gewinnen scheinen. Hier müssen wir den Gewaltmarsch wieder ausschalten. Und der Gegner bringt hier weitere 8.000 hinein, so wie es aussieht. Ja, also ein Sieg, nicht ganz so überragend wie bei der anderen Schlacht, aber immerhin. So, ist das der Söldner? Welcher von den beiden war nochmal der Söldner? Ich glaube, der andere. Das heißt, verdammt, die haben aber keinen Belagerungsfortschritt mehr. Das heißt, wir müssen leider jetzt die Truppen tauschen. Die müssen stehen bleiben und die Belagerung fortführen. Und die Söldner schicke ich dann raus. Hilft nichts. Tja, die sind schon erschöpft von diesem Feldzug. Die wiederum, die Söldner, wollen wir dann erstmal hier hinbringen.
Die können natürlich dann die Belagerung führen, aber die müssen erstmal Moral tanken. Das ist also noch nicht so weit. So, jetzt sind auch die Schiffe wieder da, die uns helfen. Okay, jetzt kommen weitere 8000. Mal gucken, ob die es wagen, diesen Angriff zu führen. Nein, sie marschieren auch wieder weg. Also im Moment sind wir relativ unbelästigt hier, was die Belagerung betrifft. Wir haben noch ein Angebot, ein Handelsangebot aus Lucanien. Die möchten Oliven haben. Sehr gerne. Also hier sind wir am... Nee, hier sind wir am weitesten. Tatsächlich bei 35, hier 21. Oh, jetzt haben wir ein Problem... Nee, wir haben kein Problemchen. Wir müssen die hier reinschicken. Gott sei Dank sind wir gut aufgestellt. Ich hoffe, wir kommen noch einigermaßen rechtzeitig. Hier werde ich jetzt mal nicht abwarten, bis das Schloss da ist. Hier werde ich... Ja, okay, sie entscheiden sich anders. Dann bleibe ich hier stehen. Dann sollen sie bitte weggehen. Und uns hier in Ruhe lassen. Jetzt wollen sie da angreifen, beziehungsweise hier. Ja. Gut, wir haben hier auch die Söldner, die dort helfen könnten. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. So sieht das noch nicht so gut aus. Deswegen schicke ich direkt meine Söldner rein. Okay, haben sie sich auch wieder anders überlegt. Jetzt wollen sie da oben hin. Das ist so das Spielchen jetzt. So, Lucentum ist gewonnen nach 205 Tagen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen relativ eng zusammenbleiben. Aber ich denke, dass wir mit den 10.000 Mann mitziehen können. Das ist jetzt ein bisschen riskant. Wir werden weiter diese Belagerung, die Armee als Belagerungsarmee nehmen. Und die 10.000 positionieren sich wo? Hier haben wir 3,2, da haben wir 2,1. Hier würden wir keine Zermürbung haben. Hier würden wir 1% haben. Das sind Ebenen. Naja, riskieren wir es mal, dass wir uns dorthin begeben. Über die Schiffe im Gewaltmarsch, während ihr nicht im Gewaltmarsch agiert. Ich gucke nochmal, ist das hier so sinnvoll? Ja, der Nahkampf scheint erstmal ganz gut zu sein. Okay, so, hier haben sie sich wieder entschieden, dahin zu gehen. Denn wir warten jetzt doch mal das Schloss ab, weil dann... Ah, jetzt gehen sie dahin. Wir warten das Schloss ab, weil sie entscheiden sich immer wieder anders. Bisschen nervig, das Ganze. Unsere Flotte wird angegriffen. Wo? Ach so, das ist das eine Schiff, was wir dort gezwungen haben, herauszufahren. Da ist eine Dame, eine Admiralin. Haben wir gefangen genommen. Leider können wir kein Tribut oder sowas verlangen. So, hier wird es jetzt ein bisschen unangenehmer, wenn die dorthin ziehen. Da können wir jetzt nur mit den Söldnern hier helfen. Aber ich würde mal sagen, auch um jetzt Ruhe zu haben, werde ich jetzt mal warten, bis die diesen Angriff wirklich durchziehen und dann im Eilmarsch dorthin laufen. Ah, verdammt. Oh, wir sind zu spät, Leute. Wir sind zu spät. Aber die 11.000 müssten dem eigentlich sehr gut entgegenstehen können. So, das läuft hier auch. Vermutlich ist es klüger, auch hier so ein bisschen umzudisponieren. Wenn die gekämpft haben, werden wir sie hier positionieren. Okay, hier wird zur Schlacht kommen. Aber Maharbal wird krank. Nein. Das ist schlecht. Er bekommt eine Infektion. Da müssen wir agieren. Wir müssen versuchen, ihn zu behandeln, denn er ist wirklich ein guter Mann. Gerade weil er aus der Militärfraktion stammt, ist das wichtig. So, hier kommt es zur Schlacht. Die Verstärkung kommt erst später, aber wir machen die Sache gut. Derweil haben wir noch eine Anfrage. Nehmen wir an. Hier sind wir bei 42%. Die Sache sollte auch bald geritzt sein. Ja, das läuft hervorragend. Hier brauchen wir gar nicht die Verstärkung. Den können wir dann gleich dorthin schicken, wenn der Kampf vorbei ist. Ja, sehr gut. 600 gegen 2600. Das ist sehr gut gelaufen. Okay. So. Jetzt gibt es dort wieder eine intakte Einheit. 17.000 positionieren sich dort. Hier halten wir uns
bereit, falls es hier zur Schlacht kommt. Die verlieren leider Truppen, aber das ist nicht zu verhindern. Die 9000, was haben die für eine Verlustquote? 2,8. Das ist mir eigentlich fast ein bisschen zu viel. Bin mir nicht sicher, ob es nötig ist. Ich glaube nicht. Wir werden dann doch hier hin marschieren. Da haben wir 0,9 immerhin. Hier haben wir sogar nur gar keine. Dann geht doch mal sogar hier hin. Das sind allerdings auch Söldner, ne? So, Ilorki ist gewonnen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, wie wir uns jetzt positionieren, beziehungsweise was haben wir jetzt zum Ziel? Das ist nur eine Provinzhauptstadt. Die eigentliche Hauptstadt dieses Staates liegt wo? Ich sehe es nicht richtig. Ist das gerade verdeckt durch eine Einheit? Wo kann ich hier in die Provinz? Hier kann ich in die Provinz gehen. Festungsstufe kommt aber durch die Festung. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ist denn die Hauptstadt von diesem Land hier? Kontestanien. Hm. Ach, die haben wir schon. Luketium, alles klar. Nee, dann ist ja kein Problem. Dann ist ja kein Problem. Dann haben die, wenn ich das richtig sehe, keine weitere Festung außer diese. Das ist erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Dann kommen wir relativ harmlos jetzt. Uns irgendwo hinstellen, wo wir möglichst wenig Zermürbung haben. Hier oben wäre eine gute Position. Werden wir dorthin marschieren. Nachher. Aber es geht nicht. Kontrollzone dieser Stadt, da kommen wir nicht rein. Dann 0,8 oder 0,8. Dann gehen wir, würde ich sagen, hier hin. Ja. Das kann sogar im Gewaltmarsch geschehen. Jetzt müssen wir wirklich pingelig sein. Es kann nämlich sein, dass man immer die Sachen hier ganz gut macht, aber zum Beispiel nicht auf Manpower achtet und dann kann so ein Krieg dann doch am Ende verloren gehen. Deswegen sollte man hier wirklich vorsichtig agieren. So, wir haben eine weitere Erfindung. Ich habe jetzt mal die Zivilmacht für nichts anderes verwendet. Ich glaube, das werde ich auch nutzen. Böthischer Helm. Allgemein Disziplin. Ja. Gucken mal, gibt es noch irgendwas Besseres? Peregrini wäre natürlich sehr gut. Im Moment läuft der Krieg. Oh, Menschenrechte, Produktion von Sklaven plus 10%. Auch nicht schlecht. Hm. Alone, Technologieforschung. Ja, ich bin. Aber ich denke, weil wir im Krieg sind und wir noch nicht genau wissen, ob wir den wirklich lange durchhalten, werde ich den böthischen Helm erforschen. Der von Alexander bevorzugte. Böthische Helm erlaubt einen guten Blick auf die Umgebung und bot gleichzeitig Schutz für den Schädel. So machen wir das. Bringt uns nochmal Disziplin, liebe Leute. Und mit dieser Entscheidung beenden wir dann erstmal diese Folge. Wir sind bei 28% angekommen schon, was nicht schlecht ist. Ich will auf keinen Fall mehr erobern oder mehr verlangen, als wir benötigen hier, um das Ziel zu erreichen, einfach aufgrund der hohen aggressiven Expansion, die wir haben. Ja, dementsprechend mal gucken. Vielleicht können wir uns so souverän hier weiter in den Norden vorarbeiten, ohne große Schlachten schlagen zu müssen. Das wäre das Optimum. Aber 19.000 Mann kommen hier schon uns entgegen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.